Hallo meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein paar DVDs, die ich euch gerne vorstellen würde, und zwar von meinen Serien sozusagen, weil ich habe ja ein paar Serien zu Hause als DVD. Nicht alle Serien, die ich gucke, habe ich als DVD, aber die, wo ich unbedingt sozusagen haben muss, die habe ich natürlich. Fangen wir auch gleich schon mal an, und zwar habe ich Two Broke Girls. Ich habe, wie ihr seht, sind noch ein paar eingeschweißt. Ich habe die auch noch nicht komplett am Stück geguckt. Und zwar habe ich Staffel 1 bis 5. Und die habe ich nämlich mal bei Netflix angefangen gehabt. Und ja, dann ging aber Netflix nicht mehr. Und dann habe ich mir halt die angeschafft. Habe aber vergessen, wo ich bei Netflix war, und habe mir deswegen die ersten 5 geholt. Beziehungsweise erst die ersten 3, als da so ein Angebot im Müller gab: kaufe 2, zahl nur, nee, kaufe 3, zahl nur 2 oder so. Habe ich natürlich zugeschlagen. Und die anderen 2, die waren mal runtergesetzt, und deswegen habe ich mir die auch gleich geholt, 4 und 5. Ja, und ja, ich glaube, ich müsste die mal nochmal von vorne angucken. Diesmal aber dann halt auf DVD, damit ich halt wirklich weiß, wie weit ich wirklich gekommen bin. Dann habe ich noch die ersten 7 Staffeln von Vampire Diaries. Da habe ich auch mal angefangen, wirklich die DVDs durchzugucken, habe aber dann nach längerer Zeit dann nicht mehr so die Lust dazu gehabt, Vampire Diaries zu gucken, habe es pausiert, habe es dann zu lange pausiert, ich wusste dann nicht mehr, wo ich bin, und ich müsste jetzt auch sozusagen wieder von der ersten anfangen, aber diesmal könnte ich halt auf jeden Fall bis zur 7, Staffel 7 durchgucken, wenn ich mal dazu kommen würde. Aber ich habe es auf jeden Fall und kann sie mir jederzeit zu Gemüte führen. Dann habe ich bis jetzt leider nur die erste Box von Inuyasha. Und ja, das ist, weiß gar nicht, ich glaube, Folge. Ist das Schlaue? Ja, genau. Folge 1 bis 28. Und das finde ich auch richtig cool. Die sind dann hier so einzeln. Kann man die dann so raustrennen, öffnen. Und das ist dann ja fast wie bei so einem Buch. Geht nur ein bisschen schwierig. Und dann kann man die halt dann immer so Stück für Stück so rausholen und angucken. Ja, Inuyasha habe ich ja auch, wo es noch auf MTV lief, habe ich mir das natürlich auch immer angeguckt. Natürlich halt immer nur dann, wenn man halt dran gedacht hat und dazu gekommen ist und Zeit hatte. Und deswegen habe ich mir dann auf jeden Fall sehr günstig für die Verhältnisse von einer Inuyasha-DVD-Box, habe ich sie mir sehr günstig mal bei Rebuy, war es, glaube ich. Oder, nee, bei Amazon. Amazon oder Rebuy. Auf jeden Fall gab es die da mal von, wie viel waren es? 159 Euro auf 40 oder 50 Euro runtergesetzt. Und natürlich mit inklusive Versand. Und da habe ich natürlich dann zugegriffen. Und ja, warum ich die zweite Box noch nicht habe, ist das gleiche Problem. Die ist mir natürlich dafür, dass halt immer nur 28 Folgen drin sind. Es sind wirklich nur einzelne Folgen drin. Und da finde ich den Preis halt dann doch ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz, sobald ich die mal günstig, die zweite Box bekomme, werde ich sie mir auf jeden Fall holen. Und dann werde ich sie natürlich auch wegsuchten. Dann habe ich das gleiche auch mit Ranma 1/2 gemacht. Ich habe mir die erste und die zweite Box, da hatte ich damals Glück. Die erste Box hat mich so um die 30 Euro rum gekostet, und die zweite war schon ein bisschen teurer. Die war so 40 Euro rum. Und ja, aber ich müsste bei der zweiten Box sozusagen mal weiter gucken. Und was ich halt total süß finde, ist halt, wenn man die halt nebeneinander hat, ist da Pichan, und da ist, wie heißt die Katze nochmal? Auf jeden Fall Shampoo, Shampoo. Shampoo und Yoga. Auf jeden Fall richtig toll. Und ja, ich finde auch die Aufmachung
hinten sowie vorne richtig cool gemacht mit diesen ganzen Charakteren. Ja. Freue mich da auf jeden Fall, wenn ich da mal weiter gucke. Und ich habe natürlich auch den ersten, beziehungsweise nicht den ersten, aber einen Kinofilm von Ranmeinhalb, und zwar Big Trouble in Nikkoron, Ron, China, China, auf jeden Fall sowas. Auf jeden Fall habe ich den schon mehrmals geguckt, finde ich richtig toll. Ich werde mir natürlich auch irgendwann mal die anderen Kinofilme auch als DVD holen. Ich glaube, es gibt noch zwei, die in Deutschland veröffentlicht worden sind. In Japan gibt es, glaube ich, ein bisschen mehr. Da gibt es auch die Inuyasha-Kinofilme, die mich auch sehr interessieren würden. Aber ich glaube, die gibt es in Deutschland nicht, beziehungsweise nicht mit deutschen Untertiteln. Außer man lernt halt Japanisch und dann kann man sie sich natürlich alle angucken. Aber ja, nichtsdestotrotz, ja, bin ich sehr zufrieden mit meiner Ansammlung an ja, Staffeln. Vor allen Dingen bei Vampire Diaries ist halt so ein richtiger Brocken, den ich halt angucken müsste. Und ich habe hier nur die ersten 5 Staffeln. Aber auf jeden Fall lohnenswert. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Das Blöde ist, ich habe halt die ersten 2 so einen Schutz Dingens bekommen und die anderen nicht mehr. Voll blöd. Naja, egal. Ja, also ich müsste auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Zeit haben, um die einzigste, wo ich auf aktuellen Stand geguckt habe, ist Inuyasha, der Rest nicht. Okay, mein Lieben, das war's von mir. Das waren sozusagen meine Serien als DVDs, die ich zu Hause besitze. Und ja, okay, mein Lieben, das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Video.